Die jungen Kovaris in der Tierklinik werden sie erwartet für einen Gesundheitscheck. Während diese beiden Zwerge nichts Schlimmes zu befürchten haben. Jeder Tag bringt Neues, vor allem für so kleine Elefanten. Aber auch die Großen kriegen gleich eine Aufgabe, die sie fordern wird. Noch vertreten sie sich die Beine, schnuppern Morgenluft. Solange drin gearbeitet wird, die Pfleger das Nachtquartier auf Vordermann bringen. Wenn das erledigt ist, wird gewöhnlich geduscht und ein bisschen trainiert. Nur läuft das jetzt ganz anders ab. Ihr bleibt jetzt mal alle kurz hier, genau. Wir bequackeln mal, was wir heute machen. Wir haben ja heute den allerersten Tag, wo wir unsere Elefanten im geschützten Kontakt betreuen. Das heißt, was heute neu ist, dass wir einfach, ohne dass ein Pfleger mitläuft, alle in die richtige Box transferieren müssen. Mit den Jungtieren könnte gerade so in den ersten Tagen ein bisschen hakelig werden, bis sie alle wissen, dass sie in der richtigen Box stehen. Aber sind genug Leute heute, haben ein bisschen Ruhe heute hier. Ersten Tag noch ein bisschen Zeit. Es wird eine Umstellung sein. Das, den Tieren wird es auffallen, aber ich sehe jetzt auch keine großen Schwierigkeiten. Und, Elefanten sind ja schlau, da kommen die schnell drauf, was wir von denen wollen. Geschützt durch Tore und Gitter. Geplant ist das schon lang und bis 2030 Pflicht für fast alle europäischen Zoos. Und jetzt, wo die Herde so gut funktioniert, wollen es die Leipziger wagen. Wir machen so wie immer jetzt Tula und Rani zuerst, oder? Ja, genau. Gut. Und jetzt holen wir uns da einfach rein, so wie wir das die letzten Tage und Wochen auch so gemacht haben, aber eben ohne Pflegerkontakt, sondern einfach bloß so Stufen und positive Belohnungen. Wir haben jetzt alle noch mehr Pellets einstecken als vorher. Und dann werden wir mal schauen. Ist ungewohnt. Rani! Wenn der Pfleger in der Deckung bleibt. Rani! Den Elefanten quasi überreden muss. Rani, komm hier. Rani, komm hier. So ist brav. Gut. Das kennen die ja sonst nicht. Sonst haben wir die Tür aufgemacht, haben uns vor die Tiere gestellt, die haben sich angestellt, wir sind reingelaufen. Heute ist der erste Tag, wo die quasi draußen vom Pfleger angesprochen werden. Und die. Genau, das war jetzt das Okay für den Pfleger. Sehr gut, Rani, komm hier. Rani, komm hier. Ein feiner Elefant. Okay. Wichtig ist, dass die Kiste. Die Belohnungskiste gut aussieht, damit sich das am Ende auch lohnt, den Elefant. So ist das Prinzip. Positive Reize. Ui, Rani. Sie sollen Rani motivieren. Rani, komm hier. Durch die Gitterstäbe. Sehr gut. Denn er nutzt Targets, zeigt, Lift. Wohin er will. Rani, Lift. Und klickert, wenn es richtig ist. Kontakt ist wichtig, ob mit oder ohne Gitter, um zu sehen, wie es den Tieren geht. Komm hier. Honoriert wird auch. Rani, komm hier. Rani, komm hier. Ranis Training ist fast vorbei. Die nächsten lauern nämlich schon. Und das wird wahrscheinlich knifflig. Mit all den Kleinen. Der Tag ist längst im Gange, aber in der Tropenhalle gibt's echte Schlafmützen. Dana Eisenreich kümmert sich um die nachtaktiven Tiere. Ist schon ziemlich duster hier. Doch für die Bewohner noch immer zu viel Licht. Ja, wach ist noch keiner, aber es lohnt sich ja auch noch nicht. Also erstens ist es noch hell, da ist ja Schlafenszeit für den Kovari. Und zum anderen gibt's noch kein Frühstück, warum soll man da schon aufstehen? Die Kovaris leben hier. Kleine Raubbeutler, in Australien eigentlich zu Hause. In dem Gehege halten sich zwei Halbwüchsige versteckt. Hinterlassen Spuren. Jede Nacht. Dana nutzt die Zeit, solange die Lampe brennt. In 10 Minuten wird's hier zappenduster sein. Guten Morgen, Jungs. Ich wollte euch doch noch die Kalebasse wegnehmen.
Sie werden langsam munter. Wir versuchen, die eigentlich möglichst wenig im Schlaf zu stören. Die werden sicherlich trotzdem wach werden, wenn wir das Gehege betreten. Aber die wissen eben auch, dass ihnen im Häuschen nichts passiert. Und das ist für uns natürlich auch super praktisch, wenn dann doch mal was passieren soll, dass man eben einfach nur fix die Tür zumacht und die Tiere dann problemlos im Häuschen gefangen werden können, ohne dass man die jetzt besonders stressen muss mit dem Netz fangen oder irgendwas. Die hier haben nichts zu befürchten. Aber hinter den Kulissen, da lebt eine Großfamilie. Eine Mutter mit 6 Jungen. Und die hat Dana heute im Blick. Also so hängt's dann. Ist Licht hinten? Ja. Okay, das ist wichtig. Mit reinnehmen kann ich euch leider gerade nicht. Deswegen gibt's das aktuell nur aus der Kameraperspektive. Von der GoPro und von meinem Handy dann zu sehen. Der Zugang ins Zuchtzimmer ist nur ihr gestattet. Auch wenn die Sprösslinge dort gar nicht mehr so winzig sind. Na, guten Morgen, ihr Kleinen. Wer hat denn alles Appetit auf Mehlwurm? Die Kleinen müssen zum Arzt. Freiwillig sicher nicht, aber mit Mehlwürmern reichlich. Da lassen sich Kovaris leicht verführen. Satt sollen sie sich fressen. Mit dicken Bäuchen später in ihren Schlafkisten liegen und dann schnappt die Falle irgendwann zu. So jedenfalls der Plan. Hallihallo. So, wo sind die Babys? Nachwuchs gibt's auch hier, im Stall der Krallenäffchen. Also ich finde sie gerade nicht. Eigentlich war der Plan, heute die Babys auf die Außenanlage zu locken. Aber so wie es aussieht, hat die Sonne das bereits für uns erledigt und die sitzen draußen. Draußen ist der Rest der Gruppe. Krallenaffen sind immer unterwegs. Beweglich, flink und schnell. Und Philipp Hühnemeier schon voraus. Ja, tatsächlich. Mama und Papa draußen. Das ist die Mama, die Sissi. Und Papa, der ist ein bisschen versteckt da hinten. Da kommt der Papa gehüpft. Na, hast die Babys mit rausgebracht, hä? Na, dann würde ich sagen, da bereite ich mal schnell was vor, bevor die sich das hier noch mal anders überlegen. Philipp will die Eltern in greifbare Nähe locken. Nehmen wir hier ein bisschen Papaya. Hat eine Überraschung für heute geplant. So. Mal sehen, ob die Babys denn auch schon mitessen dürfen. Das passiert jetzt nämlich auch immer häufiger, dass denen auch so kleine Stückchen dann vorgehalten werden von den Alttieren. Der Papa hat das immer alles im Blick. Also bei den Affen ist es so, dass der Papa so die Haupterziehung übernimmt und immer auf die aufpasst. Na, ihr Hasen, guckt mal, das gibt's gleich. Ja, und heute ist auch noch ein besonderer Tag. Ich und meine liebe Kollegin haben uns jetzt auf Namen geeinigt. Und heute werde ich sie taufen, sozusagen. Ach, guck, das Kleine, siehst du, wie mutig. Nicht in den Wassernapf reinfallen. Ach, guck mal, wie der spielt hier mit dem Wasser, auch wie süß. Ja. Nee, Wasser kriegen sie heute nicht über den Kopf. Mal sehen. Hoffentlich kommen sie noch mal mit raus in den Sonnenschein und dann kann man sagen, du bist der und du bist der. So, machen wir hier drüben noch auf. Eine Taufe draußen in der Sonne. Das würde Philipp gut gefallen. Es gibt auch Papaya zur Feier des Tages. Ja, ich fass es nicht. Du Frechdachs, durchs Gitter gemopst. Och, Mann, oh Mann. Es gibt jetzt was, ne? Jetzt soll er mal das Geheimnis lüften, damit es ja endlich was zu futtern gibt. Auch im Elefantenhaus läuft das Frühstück Panther. Anders ab. Feine Panther, so eine brave. Sie werden nun zu Tisch gerufen. Keba, komm. Ja, fein, eine brave. Asta, komm hier. Asterix, komm hier. Keba. Keba.
Ganz eine Brave. Astra, komm hier. Komm hier, komm. Hopp. Feine, so eine Brave. Geheuer? Ich sehe das nicht. Also am Ende wird es so sein, dass der Elefant den Ruf reinkommt. Astra hat jetzt ein bisschen gezögert. Keva ist dadurch immer vor und zurück. Also das kann jetzt immer mal sein, dass du die Reihenfolge noch mal im Trainingszwischenschritt tauschen musst. Wir nehmen erstmal Akito rüber und Keva rüber. Nicht leicht, hier Ordnung reinzubringen. Jede Mutter soll in ihre Trainingsbox mit dem richtigen Kind. Gut, Keva rüber. Jetzt stehen da Mutter und Kind. Einmal Mutter Doch und die Kind wollen lieber spielen, wie kleine Elefanten ebenso sind. Keva, vorwärts. Keva, komm, hier. So, ist fein, vorwärts. So, ist brav, vorwärts. Sehr schön, machst du das. Nimm dein Kind mit. Es braucht dieses Vertrauen zwischen Pfleger und Tier und bestärkende Worte, bis alle an der gewünschten Stelle stehen. Aber das wird sich einspielen, zur Routine werden, mit jedem Tag. Die schneiden es dann schon, dass du dann irgendwann nicht mehr reinkommst. Bei den Jungtieren merkst du am meisten, dass das so anders ist, dass der Pfleger nicht mehr dabei ist. Man darf ja auch nicht vergessen, die Jungtiere orientieren sich ja sowieso die ganze Zeit an der Truppe und haben ja noch gar keine eigenen Kommandos in dem Sinne. Also das Einzige, wo sie schon so ein bisschen drauf hören, ist der Name. Aber mit irgendwelchen Kommandos geht es ja jetzt hier bei dem Losch erstmal los. Akito ist der Größte unter den Kleinen und übt schon mal mit. Hunter zurück. Nein, nicht so aufgeregt. Hunter hier. Akito. Das Kind geht darüber, alles gut. Oh, ist ein feiner Junge. Mal kurz von der Mutter weg. Ja, super. Das ist die erste Aufgabe. Akito. Oh, es klappt noch nicht so gut, aber das Wort Akito, Akito kennt er schon. Und dass er seinen Rüssel heben muss. Oh, ist ein braver Junge. Weil es da was gibt. Stand ab. Und wichtig ist halt nur, die Belohnung muss schon stimmen. Ne, Akito, du feine Junge. Super. Zurück. Hunter zurück. Ja, erfordert Fingerspitzengefühl. Das neue Miteinander. Sit. Die Zeremonie zur Taufe, die sollte jetzt passieren. Aber die Täuflinge, wo sind die? Mensch, Sissi. Oder ist der Papa schon draußen? Nee. Er fehlt. Teddy, komm raus. Der hütet die Kleinen, während andere schon fressen. Jetzt kommt er. Da sitzt er. Na komm her, komm. Du bist der Letzte. Passiert gar nichts. Ach du Trottel. Der zieht's denn dann doch lieber vor, mit den Kindern in Sicherheit zu bleiben? Und ich würde sagen, damit der Papa auch noch was abkriegt, gehen wir jetzt rein. So. Oh, haben ihren eigenen Kopf, die Kaiserschnurrbart-Tamarine. Mit 6 Wochen sind die Jungen vielleicht einfach noch zu klein. Was ist sie denn jetzt? Aha! Die Babys werden gerade gestillt von der Mama. Das macht sie immer gerne hier vor so einer Rotlichtlampe, setzt sie sich dann hin, bleibt auch relativ ruhig sitzen und die Kleinen suchen dann nach der Zitze. Und wenn die fertig getrunken haben, holt der Papa sich die sofort wieder zurück. Na, fertig getrunken? So, wollt ihr jetzt euren Namen wissen? Macht's aber auch spannend, der Philipp. Nun sind alle da. Vater, Mutter und 2x Kind. Und ich würde sagen, der kleine Junge, welcher ist es? Ich glaube, der erste von ist der kleine Junge. Der heißt ab sofort Pepe. Und das kleine Mädchen wird die kleine Lotta. Haben wir jetzt Pepe und Lotta hier. Ach, es ist schön. Kann man sich gar nicht so richtig losreißen hier. Wir müssen die ganze Zeit nur gucken. Lotta, Pepe und die Papaya. Philipp, naja, gut, hat den Geschmack getroffen. Alle satt und zufrieden. Draußen an der frischen Luft waren sie auch, wenn auch nur kurz. Würde ich sagen, machen wir mal weiter. Am nächsten Morgen in der Tierklinik. Dr. Bernhard hat Patienten, die Kovari-Familie aus der Tropenhalle. Martina Molch hat sie samt Schlafkisten gebracht. Wo kommst du denn jetzt her?
hat alles gut geklappt. Dana hat sie richtig ordentlich gefüttert gestern Abend, dass sie mit dicken Bäuchen in ihren Hütten liegen. Weil die zu fangen ist eine Nummer für sich. Also das willst du nicht wirklich. 5 Monate sind die Kleinen alt. Gottchen, sowas muss denn heute hier los für ein Mist hier? Und guck mal. Geht gar nicht, kommt gleich der Onkel doch. 3-3, denke ich. Ich hab mir mal erlaubt, die hier in der Kirche? Der Glauben ist immer relativ. Ob Junge oder Mädchen, deswegen sind sie hier. Einen Transponder werden sie auch kriegen. So, nicht, dass wir hier reingreifen und hier kommt noch welche raus. Besser noch eine leichte Narkose. Die müssen nur Tiefluft holen da drin. Ist sicherer für alle. Das Problem ist, dass die relativ klein sind, sehr scharfe Zähne haben. Und wenn man die mit Handschuh fängt, kaum oder kein Platz bleibt, um den Transponder wirklich richtig sicher zu setzen. Und aus dem Grund, dann kann man gleich wiegen und die Tiere genauer ansehen. Denkst du, man kann schon was aufmachen? Mhm. Nee, der guckt noch. Der abhaut jetzt auch scheiße, oder? Ach, der haut nicht mehr ab. Der beißt sich nur fest. Ich hab schon, ja, die tackern so schön. Ne? Hier musst du mal einfilmen, das ist ja Wahnsinn. Sind wie benommen. Uff. Und schlafen einfach weiter. Unter der Maske. Aber ein kräftiges Kerlchen. Kerline. Ah. Ich halte das schon die ganze Zeit durch, ob du reagierst ja nicht. Nee, ist das nicht ja, ein bisschen schön? Sieht immer noch. Kleine Maus, komm her, kleines. Das ist ein schönes, kräftiges Tierchen. Götchen, kleine Süße. Die erste von 6. So, wir haben hier 95 Gramm. Hier sieht man auch, dass das ein Weibchen ist. Bei den Jungs sehen wir woran? Das noch. Das ist kein. Das nichts ist. Das nichts ist, genau. Bei den Jungs ist eine kleine Murmel dran. Nicht, dass das der Beutel ist, sonst sind die Hoden. Und wer keine so eine Murmel hat, ist ein Weibchen. So einfach. Manchmal ist es ganz, ganz einfach bei uns. Noch schnell der Transponder. Ihr Personalausweis fürs Leben. Und dann sind schon die Nächsten dran. Im Aquarium hat jeder seine Überlebensstrategie. Der Röhrenaal zieht sich zurück, wenn's brenzlig wird. Und die sehen aus, als wären sie schwimmende Halme. Denn aus dem Dunkel kommt der Zwergfeuerfisch. Das sind Lauerjäger, die wirklich kleine Fische fressen. Mit ihren verschiedenen Flossenanhängen sind sie ein bisschen gut getarnt. Und ja, jeder kleine Fisch, der hier nach Nahrung sucht, wuselt dann irgendwo dort rum. Und dann kommt die Stunde des Lauerjägers und dann schnappt er einfach zu. Und deswegen ziehen die jetzt quasi ins Nachbarbecken. Ja, da wird jetzt quasi die erste Aufgabe sein, die hier erstmal rauszufummeln. Der Zwergfeuerfisch soll nun nach nebenan. Ja, dann haben wir hier noch die ganzen Seeigel drin, von denen will man auch nicht gestochen werden. Ja, ja, der Aquarianer lebt, da ist er. Groß ist er nicht, aber passt eben nicht ins Becken. Er ist schon hier oben. Er hat uns einen großen Gefallen getan. Florian muss achtsam sein, die können böse stechen. Den machen wir dann schnell, wir flitzen mit dem Kescher rüber, wenn wir ihn haben. So. Schwuppsdiwupps, weil da haben wir nicht das Risiko, dass er uns hier abhaut. Nebenan wird er in besserer Gesellschaft sein. Schwubbeldi. Und da ist er. Das ging fix, sodass sich der Umzugsstress in Grenzen hält. Er wird sich trotzdem erstmal gut verkriechen. Aber sein Auszug hat auch einen Grund. Rückwärtig gibt's Nachwuchs. 24 kleine Halme. Schnepfenmesserfische. Die versuchen natürlich dann in der Gruppe nicht wirklich als Fisch auszusehen, sodass ein potenzieller Räuber diese normale Fischform einfach nicht als Nahrung erkennt. Ne? Aber ja, das bietet halt auch Sicherheit und die können jetzt ausziehen. So, dann fangen wir mal an. Mal gucken, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Mit Kaffeekanne und Kescher. Ja, erst trinken wir unseren Kaffee und dann setzen wir damit Fische um. Sieht man jetzt hier auch schön im Eimer. Die stehen halt immer im Schwarm zusammen.
Und die drei, die wir draußen haben, werden sich, denke ich, freuen, dass jetzt der Schwarm endlich wieder größer wird. Guti, dann nehmen wir die mit. Ist das nicht niedlich? So schnell geht das. 2, 4, 6, 8, 10, 6, 9, 27. Ja, jetzt sind sie noch ein bisschen ängstlich, ist klar. Als kleiner Fisch hat man immer Angst. Könnte ja jetzt wieder so ein Feuerfisch zum Beispiel irgendwo lauern. Deswegen bleiben sie schön eng zusammen. Sehr schön, jetzt wuselt hier wieder was rum. 27 Schnepfen, Messerfische und so mancher Röhrenaal. Voreinander fürchten müssen die sich nicht. Und in der Klinik? Mal gucken. Da fehlen nur noch zwei. Oh ja, sind zwei. Oh, wir haben jetzt die Mutter, das andere ist sicher. Und das ist jetzt wichtig, das Gesäuge mal zu fotografieren. 791. Ah, oh, genau, das ist er. Oder lass mal die Mama ran hier. So, hier sieht man jetzt die Zitzen von ihr. Ja, und die hat 6 Zitzen. Und 6 Zitzen heißt jetzt 6 Kinder. Kleine Maus, du hast dich ganz. Also, ach, die Kleine hat das so schön gemacht, alles. 6 Junge großgezogen. So, 109. Hat sie ganz schön zugesetzt. Das ist auch ein Mädel. Das ist ein Mädel, genau. Das freut mich auch. Ja, das ist mir klar. So, die können wir jetzt für sich tun. Es geht Hand in Hand. So, Mama, fein. Die ja, ich kann dir noch. Ja, ist das jetzt Transponder? Ja, na freilich. Entschuldigung, das Schnaufen. Ich bin ein bisschen. Die Großfamilie komplett und alle identifiziert. Erledigt. Hast du schön gemacht, ich freue mich. Sehr schön. So, jetzt haben wir tatsächlich, obwohl, 1, 2, stimmt doch. 3,3. Na, hast du was anderes erwartet? 3 Mädchen und 3 Jungen. So hatte es Martina Molch vermutet. Hast ja Schwein gehabt, dass das mit 3,3 aufgegangen ist. Man muss eben nur fest dran glauben. Für Keva und ihre Herde ist das eine aufregende Zeit. Die Jungtiere, die Umstellung in den geschützten Kontakt, die Pfleger, die jetzt nur noch irgendwo am Rande sind. Keva, Panda! Es ist Nachmittag und fast sommerlich warm. Tusa! Wenn halt gerufen wird, dann sollen sie schon kurz gucken, wer da ruft. Und dann sollen sie kapieren, was eigentlich losgeht. Und wenn wir die rufen, dann sollen die zu uns kommen. So ist es ja früher auch gewesen. Und das hat sich bisher nicht geändert. Und natürlich gibt es dann hier ein paar Leckerlis, damit sich das dann auch für die lohnt. Und heute gibt es zu den Leckerlis Keva eine lauwarme Dusche. Die Kleinste, die hat natürlich noch keinen Namen. Naja, jetzt am Anfang ist es noch egal, natürlich. Ja, aber dann in den nächsten Monaten sollte schon jeder wissen, wer ist. Und weil Namen hier nun so wichtig sind, gibt es jetzt auch einen für die Kleinste. Die Taufe, die wird groß gefeiert. Aber was zählt, ist das, was davon übrig bleibt. Zaya, ein schöner Name, bedeutet so viel wie Glück. Und das wird sie nun hoffentlich ein Leben lang begleiten. Es steht jetzt immer irgendein Elefant im Weg, ja? Und dann wird sich natürlich überall gekratzt, ja? Ja, die warten natürlich, dass wir jetzt hier noch wieder die Anlage vorbereiten und Futter verteilen. Ja, also das sind sie schon noch abhängig von uns. Ja. Und es ist ja jetzt nicht so, dass das alles wegfällt. Es ist halt eben nur anders. Der Herde scheint es damit gut zu gehen. Und darauf kommt's ja an. Gestatten, Juma. Hallo. Hallo, kleiner Mann. Komm her. 1, 2, 3. Yep. Guten Morgen. Ist gerade aus Duisburg eingetroffen. Soll nun in Leipzig für kleine Koalas sorgen. Guck dir das alles mal an. Was Juma für ein Kerlchen ist, das in der nächsten Woche bei Elefant, Tiger und Co. Und dann gibt's bei den Koi-Karpfen mächtig Wirbel. Die Pfleger gehen auf Tauchstation. Also, bis dann. Tschüss.